Zeichentabellen zum Binom ersten Grades. Wir starten sofort mit einer Aufgabe. Wir suchen das von x abhängende Zeichen von f von x, das heißt von diesem Produkt. Wenn wir x durch 1 ersetzen, so erhalten wir als ersten Faktor 1, als zweiten Faktor minus 1 und als dritten Faktor minus 3. Das heißt, f von 1 ergibt insgesamt 3. Diese Zahl ist streng positiv. Durch welche Zahlen können wir x noch ersetzen, damit dieses Produkt eine streng positive Zahl wird? Wenn wir x durch 2 ersetzen, dann wird dieses Produkt wegen dem mittleren Faktor gleich 0. Denn 2 minus 2 macht 0 und 0 mal egal welche reelle Zahl ergibt immer 0. Es gibt noch zwei andere Werte, für die dieses Produkt 0 ergibt, und zwar die Nullstellen von den einzelnen Faktoren. Nullstellen vom ersten Binom ist 1/2. F von 1/2 ist also 0. F von 2 ist auch 0, das hatten wir schon. Die Nullstelle vom dritten Binom ist 1/4. F von 1/4 ist also auch 0. Wenn wir x durch 3 ersetzen, so erhalten wir als Produkt minus 55. Das ist streng negativ. Die Frage lautet, durch welche Zahlen kann man x noch ersetzen, damit dieses Produkt streng negativ wird? Anders ausgedrückt, welche sind alle möglichen Werte für x, so dass dieses Produkt streng negativ wird? Untersuchen wir dazu zuerst mal jeden einzelnen Faktor. Legen wir los. Erster Faktor ist 2x minus 1. Der ist 0 dann und genau dann, wenn x 1/2 ist. Er ist streng positiv dann und genau dann, wenn x streng größer ist als 1/2. Und 2x minus 1 ist streng negativ dann und genau dann, wenn x streng kleiner ist als 1/2. Diese drei Zeilen lassen sich sehr schön in einer kleinen Tabelle zusammenfassen. Zuerst schreiben wir eine Zeile für alle möglichen x-Werte und die zweite Zeile wird Schlussfolgerung für 2x minus 1 enthalten. So, der besondere x-Wert ist 1/2. Links von 1/2 ist Platz für alle Zahlen, die streng kleiner sind als 1/2. Und rechts von 1/2 ist Platz für alle Zahlen, die streng größer sind als 1/2. Hier steht, wenn x 1/2 ist, dann ist dieses Binom gleich 0. In der Tabelle, wenn x den Wert 1/2 hat, dann ist dieses Binom gleich zu 0. Schauen wir jetzt für x-Werte, die streng größer sind als 1/2. Wenn x streng größer ist als 1/2, dann ist das Binom streng positiv. Also wenn x sich hier befindet, dann ist dieses Binom streng positiv, was wir mit einem Plus kennzeichnen. Und wenn x streng kleiner ist als 1/2, das heißt in diesem Bereich, dann ist das Binom streng negativ. Hier gehört also ein Minus hin. Diese kleine Tabelle fasst diese drei Zeilen zusammen. Machen wir das gleiche für den zweiten Faktor. X minus 2 ist 0, dann und genau dann, wenn x 2 ist. X minus 2 streng positiv, dann und genau dann, wenn x streng größer ist als 2. Und x minus 2 ist streng negativ, dann und genau dann, wenn x streng kleiner ist als 2. Auch diese drei Zeilen fassen wir zusammen in dieser Tabelle. Der besondere Wert ist die Zahl 2. Wenn x 2 ist, dann ist x minus 2 gleich 0. Wenn x streng größer ist als 2, dann ist x minus 2 streng positiv, plus.
Und wenn x streng kleiner ist als 2, dann ist x minus 2 streng negativ. Schauen wir noch für den dritten Faktor. Minus 4x plus 1 ist 0 dann und genau dann, wenn x ein Viertel ist, was wir in unserer kleinen Tabelle so festhalten und so. Minus 4x plus 1 ist streng positiv. Jetzt Vorsicht, wir setzen plus 1 rechts rüber, dann wird das dazu minus 1. Links bleibt dann nur noch der Term minus 4x und dann teilen wir durch minus 4. Wir setzen minus 4 an die andere Seite und minus 4 wird dort teilen. Jedoch, wenn man eine Ungleichung durch eine streng negative Zahl teilt, dann ist dieses Zeichen umzudrehen. Das heißt, minus 4x plus 1 ist streng positiv, dann und genau dann, wenn x streng kleiner ist als ein Viertel. Dasselbe in dem Fall, wo das Binom streng negativ ist. Auch da ist das Zeichen der Ungleichung umzudrehen, weil wir durch eine negative Zahl geteilt haben. Wenn x streng größer ist als ein Viertel, das steht dann hier, dann ist dieses Binom streng negativ. Also, wenn x sich da befindet, dann ist dieses Binom streng negativ. Hier gehört also ein Minus hin. Und links von der 0 ist es entgegengesetzt. Jetzt schauen wir uns diese drei Tabellen an. Es geht jeweils um einen besonderen Wert, der steht dann da, da und da, unter dem die 0 steht. Und rechts von der 0 haben wir hier ein Plus, hier auch, und hier steht ein Minus. Das kommt daher, rechts von der 0 steht das Plus, weil die Vorzahl von x streng positiv ist. Hier auch, rechts von der 0 steht ein Plus, weil die Vorzahl von x, die hier 1 ist, es ist 1 mal x, weil die Vorzahl von x streng positiv ist, wogegen hier rechts von der 0 steht ein Minus, das kommt daher, weil die Vorzahl von x streng negativ ist. Also könnte man schön zusammenfassen, das Binom ersten Grades ist bei einer Zahl gleich 0. Rechts von der 0 schreiben wir das Vorzeichen der Vorzahl von x. Auch hier rechts von der 0 steht ein Plus, weil die Vorzahl von x, das heißt hier 1, streng positiv ist. Und hier rechts von der 0 schreiben wir ein Minus, weil die Vorzahl von x streng negativ ist. Und links ist es immer entgegengesetzt. Diese Untersuchung der einzelnen Faktoren führt also zu dieser kleinen Zusammenfassungstabelle. Das Binom ersten Grades ax plus b ist gleich 0, dann und genau dann, wenn x minus b auf a ist. Wir sind hier sicher nicht durch 0 zu teilen, denn a ist nicht 0. Wäre a 0, dann wäre das kein Binom ersten Grades, sondern eine konstante Zahl. Also bei x gleich minus b auf a ist das Binom gleich 0. Rechts von der 0 schreiben wir immer das Vorzeichen von a, hier gekennzeichnet durch z von a. Und links von der 0 ist es entgegengesetzt. Machen wir jetzt eine Gesamttabelle für das gesamte Produkt. Dazu schreiben wir zuerst einmal die x-Zeile. Das ist die Zeile für alle möglichen x-Werte. Wir haben drei besondere Nullwerte, und zwar ein halbes, zwei und ein Viertel. Diese Zahlen sind in der Tabelle hier einzutragen, und zwar von links nach rechts in arithmetischer, aufsteigenden Reihenfolge. Die kleinste der Zahlen ist ein Viertel. Dann kommt ein halbes und die größte der Zahlen ist 2. Hier ist Platz für alle Zahlen, die streng kleiner sind als ein Viertel.
Hier ist Platz für alle Zahlen, die sich streng zwischen ein Viertel und ein halbes befinden und so weiter. Wir machen jetzt für jeden einzelnen Faktoren eine Zeile und die letzte Zeile ist dann die Schlussfolgerung bezüglich f von x, das heißt bezüglich dem gesamten Produkt. Legen wir los. 2x minus 1 ist 0, wenn x ein halbes ist. Also schreiben wir hier die 0 hinein. Rechts von der 0 immer Vorzeichen der Vorzahl von x, also allgemein Vorzeichen von a, das heißt hier positiv und links davon entgegengesetzt. X minus 2 ist 0, wenn x den Wert 2 hat. Also schreiben wir hier die 0. Rechts von der 0 Vorzeichen von a, das heißt positiv und links entgegengesetzt. Der dritte Faktor ist 0 bei 1 Viertel. Rechts von der 0, also hier, überall das Vorzeichen von a, das heißt hier Minus. Und links entgegengesetzt. Schauen wir jetzt zu den Schlussfolgerungen. Zuerst einmal, wenn x 1 Viertel, 1 halbes oder 2 ist, dann ist das f von x automatisch gleich 0. Jetzt die Zeichen hier. Überlegen wir, was das Ganze heißt. Wenn x irgendeine beliebige Zahl ist, die streng kleiner ist als ein Viertel, so ergibt dieses Binom eine streng negative Zahl, dieses Binom auch und dieses Binom ergibt eine streng positive Zahl. Negativ mal positiv ist positiv. Das heißt, das f von x wird dann automatisch streng positiv sein. Daher ist es wichtig, dass das f von x effektiv ein Produkt ist. Es ist dann in diesem Falle hier eine negative mal eine positive Zahl. Und daraus kann man schlussfolgern, dass das Produkt streng positiv ist. Wählen wir irgendeine beliebige Zahl zwischen 1 Viertel und 1 halbes, so wird der erste Faktor streng negativ sein, der zweite auch und der dritte auch. Deren Produkt wird also eine streng negative Zahl sein. In diesem Bereich wird das Produkt eine streng positive Zahl sein und wenn x streng größer ist als 2, wird dieses Produkt eine streng negative Zahl sein. Eben sagten wir, f von 1 ist 3, das ist streng positiv. 1 liegt zwischen ein halbes und 2, das ist also eine Zahl aus diesem Bereich hier. F von 1 ist 3, streng positiv, stimmt. Wir hatten auch f von 3 berechnet, das war und ist immer noch minus 55. 3 befindet sich in diesem Bereich, rechts von der 2. Und f von 3 ist effektiv streng negativ. Kommen wir jetzt zu einer zweiten Aufgabe. Löse die folgende Ungleichung, diese da. Es ist keine Ungleichung ersten Grades, also führt die Ungleichung automatisch zu einer Zeichentabelle. Man nennt solch eine Tabelle Zeichentabelle, weil sie sämtliche Vorzeichen enthält. Hierzu stellen wir ebenfalls die Zeichentabelle auf und nennen diesen Quotienten f von x. Die erste Zeile ist die Zeile für alle möglichen x-Werte, in der wir drei besondere Werte eingetragen haben. Und zwar, erster Faktor ist 0, wenn x 2 Viertel ist, das heißt ein halbes. Dieser Faktor ist 0, wenn x minus 1 ist. Und der Nenner hier ist 0, wenn x 3 Achtel ist. Diese drei besonderen Werte sind von links nach rechts in der arithmetischen aufsteigenden Reihenfolge einzutragen. Die kleinste der Zahlen ist minus 1. Dann folgt 3 Achtel und erst dann kommt ein halbes, denn ein halbes ist dasselbe wie 4 Achtel und 4 Achtel ist größer als 3 Achtel.
Den ganzen Bruch haben wir f von x genannt, um ihn hier nicht nochmal abschreiben zu müssen. So geht es etwas schneller. Kommen wir jetzt zu den einzelnen Zeilen. 4x minus 2 ist 0 bei ein halbes, rechts von der 0 Vorzeichen von a, also positiv, und links überall entgegengesetzt. X plus 1 ist 0 bei minus 1, rechts von der 0 überall Vorzeichen von a und links entgegengesetzt. Dieses Binom ersten Grades ist 0 bei 3 Achtel, Vorsicht jetzt, rechts von der 0 Vorzeichen von a, a ist die Vorzahl von x, ist negativ, minus 8, also rechts von der 0 überall minus und links von der 0 plus. Jetzt zu den Schlussfolgerungen. Schauen wir zuerst bei minus 1. Wenn x minus 1 ist, dann ist f von x eine streng negative Zahl mal 0 geteilt durch eine streng positive Zahl, also 0. Wenn x ein halbes ist, ergibt das ebenfalls 0. Aber Vorsicht bei 3 Achtel. 3 Achtel ist der Nullwert von 3 minus 8x, das heißt von dem Nenner. Vorsichtshalber schreiben wir in unserer Tabelle den Bruchstrich, hier rot gekennzeichnet, dieser Bruchstrich. Und wenn unter dem Bruchstrich eine 0 steht, dann gibt es kein Ergebnis, denn durch 0 kann man nicht teilen. Daher entweder eine kleine Schraffur oder ein Schrägstrich. Jetzt schauen wir hier, wenn x streng kleiner ist als minus 1, so haben wir eine streng negative mal eine streng negative geteilt durch eine streng positive, das heißt eine streng positive Zahl. Hier ergibt das eine streng negative Zahl. Hier eine streng positive und hier eine streng negative. Die Aufgabe ist aber noch nicht beendet, denn es wurde gefragt, für welche x-Werte ist dieses f von x kleiner oder gleich 0. Die Zeile für f von x, das ist die letzte. Und f von x ist kleiner gleich 0 da, sowie auch da. Wir kennzeichnen diese zwei Felder mal in grün, so, und überlegen jetzt weiter. Also das f von x ist kleiner gleich 0 in diesen zwei grünen Bereichen. Das heißt, x muss sich da oder da befinden, damit es kleiner gleich 0 wäre. Kennzeichnen wir diese Felder ebenfalls in grün. Wir sehen jetzt ganz deutlich, wenn x sich in diesem Feld hier befindet, dann ist f von x kleiner gleich 0. Und wenn x sich in diesem Feld befindet, dann ist f von x auch kleiner gleich 0. Die Lösungsmenge der Ungleichung, die lesen wir also in der x-Zeile ab. Die Lösungsmenge ist gebildet durch die Vereinigung der zwei grünen Felder. Das heißt, erstes grünes Feld, das geht von minus 1 eingeschlossen, ist ja grün, bis 3 Achtel, aber nur bis dran, nicht bis drauf. Das heißt, es geht bis 3 Achtel, aber 3 Achtel selbst ist ausgeschlossen. Das zweite Intervall beginnt bei ein halbes, eingeschlossen, ist ja grün, okay, und dann geht es immer weiter nach rechts bis plus unendlich, aber die Unendlichkeit können wir nicht einschließen, weil wir sie nicht erreichen können. Eine Unendlichkeit wird immer ausgeschlossen. Die Lösungsmenge ist also gebildet durch dieses Intervall, vereinigt mit diesem Intervall. Das mathematische Symbol für die Vereinigung von zwei Mengen ist dieses da. Es sieht aus wie ein U. Vereinigung nennt man auch die Union. Es ist die Union dieser beiden Intervalle.